So, wir nähern uns dem Finale. Insgesamt. Und nach dem Tor, nach dem Tempel machen wir nur noch einen kleinen Mid-Boss-Rush. Und dann geht's schon auf in den Kampf gegen das Horror-Kit. Was sagst du da? Hallo. Ich will nicht nur mit mir selber reden. Doch, da steht es noch alles gut. Von daher hoffe ich mal, dass es stimmt. Ansonsten hätte Stefan Bescheid gesagt. Ich bin sehr froh, der Trailer hat auf YouTube seine 80 Views da bekommen. Da habe ich mich sehr gefreut, damit hätte ich nicht gerechnet, dass da Leute richtig klicken. Und wenn es nur auf Twitter gewesen ist, Twitter ist ja meine Plattform. Oder meine Hauptplattform. Du machst doch eh nur Selbstgespräche. Da gib mir einen Denkanstoß. Los! Aber ja, ich weiß, diese Szene, das hier ist einfach sehr eintönig, muss ich auch ehrlich sagen. 5000 war vielleicht auch ein bisschen viel. Vielleicht hätten sie es bei 2500 machen sollen, weil da kommt man auch von selber so während dem Spiel irgendwann hin. Ohne nochmal überall hinzugehen, finde ich. Obwohl, wenn man so ein, wenn man es zum ersten Mal spielt, dann bestimmt, dann geht man immer wieder hin, gibt alles ab. Da geht man ja vor Panik 100 Mal speichern, bevor man einmal den zweiten Tag beginnt. Es darf doch keinen Part auf YouTube geben, wo dann 10 Minuten lang keine Nachricht kam. Wie sieht denn das aus? Das macht nur mit sich selber. So, gleich sind wir durch. Komm, gebt mir 3 Tracken. Einer. Naja, 2 von 3. Wir hatten übrigens gestern 168 oder 186 Aufrufe auf dem Channel, von daher 10 Stunden am Stück. Das war schon nicht schlecht. Hätte ich eigentlich die 2 Stunden noch machen sollen. Hey Kenji! Kenji, du kommst genau rechtzeitig, wir sind nämlich gleich durch hier mit dem Geldgefarme. Gegen dem Gameplay. Na, ich hätte es auch langsamer machen können. Jetzt muss ich ja erstmal die Lichtpfeile holen. Dauert ja immer ewig. Das hätte nicht ins Zeitfenster gepasst. Und den Tempel ja am Stück machen und nicht am Ende noch Herzteile holen. Am Ende soll es nur noch Spannung geben. Leute, ihr wisst das. So, das war's mit dem Geldgeforme. Lieber mal speichern. Hallo Seto, einen wunderschönen guten Tag. Jetzt kommt er nur wieder rein, um mir zu sagen, dass er zu Geo geht. Wenn du das machst, dann unterlass das. Das liest man so, wenn ich... Also ich habe das Gefühl, das lese ich nicht gerne. Aber sonst, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Dein Wochenende hat hoffentlich gut gestartet. Es regnet im Spiel. Wireless-Mäuse, echt? Ich habe eine Wireless-Tastatur und das ist überhaupt nicht cool. Also ich kann mir auch keine andere leisten jetzt. Aber ich habe die auch vom Markt bekommen, deswegen mag ich die eigentlich. So. Gio streamt gerade nicht, von daher. Alles klar. So, und da haben wir unser Herzteil. So, 3 Stück fehlen noch. So, €110, Alter! Boah! Meine hat 10 gekostet. Von Nubule. Ne, gar nicht. Die habe ich auch von Marc bekommen. Ich habe hier, also müsst ihr ja wissen, Marc hat mir auch den PC gesponsert, sage ich jetzt. Dank dem könnt ihr das sehen, weil ich hier für einen Schabernack treibe.
So. Viel fehlt nicht mehr, Leute. Echt, da freue ich. Also, warum? Seto, was macht er denn? Mark hat mir so viel geholfen. Ich bin ganz neu. Ich habe immer das Gefühl, ich kann es ihm zu wenig zurückgeben. Bin ich sehr schade. Ich sag immer mal, wenn ich dran denke, schreibe ich ihm auch, ey, nochmal danke für alles. Und so Zeug. Was war das? Ach, ein Sengo. So, jetzt müssen wir 4 Minuten warten, bis 10 Uhr schlägt. Dann warten wir. Ja, weil manche Leute sind halt schon sehr nett. Obwohl ich immer noch auf Okami warte. So. Was machen wir 4 Minuten? Hallo? 200 Mal entschuldigt ist dann auch übertrieben. Ja, mein Gott. Das mache ich ja nicht. Weil ich bin dann eher so, ey, danke nochmal. Der Chat ist auch scheiße. Naja, Gio will halt auch sein Geld verdienen, weißt du ja. Da kann ich hier kein Geld verdienen aktuell, deswegen bin ich einfach nur so und hoffe auf Steam-Spiele. Zack. Wow. Oder bedanken. Nice. Also, ich sag das Mark immer mal, wenn wir schon lange nichts mehr gemacht haben. Hallo, Caro. Läuft. Einmal war ich auch übrigens happy, als Mark mich mal besucht hat. Einfach. Oh, verdammt. Da haben wir Rocket League hier einfach gespielt. Ey. Nee, aber zum Essen einladen würde ich dann immer mal wieder. Oder zum Pizza essen einfach. Wenn die Leute hier in der Nähe wohnen würden. Ich freue mich über jede Unterstützung, das ist nämlich übelst nett einfach. Und wenn es nur ein Tweet ist. Kenn ich Genji. Mein Plan war, wenn ich das hier durchgespielt habe, an einem Stück, dann hole ich mir Okami. Aber habe ich nicht geschafft, deswegen darf ich nicht. So, wir fahren einfach hier rum, bis 10 Uhr ist. Das habe ich früher als Kind so, also richtig traurig eigentlich. Ich habe mich einfach hingesetzt und dann. Wow! Hallo! Komm, wir versuchen mal hier zu springen. Wow! Danke, Luigi. Mir gefällt das Abteilen-Ding wirklich. Obwohl das halt am besten passt, das zu Speedruns. Tatsächlich. Wow! Voll abgehoben. So wie ich mit meinen 120 Followern. So, wir müssen. Wo müssen wir hin? Ins Händlerviertel. Och, verdammt, sind wir voll in die falsche Richtung gefahren. Da muss er Geld verdienen, aber es ändert nichts daran, dass. Nö, muss ich auch nicht. Wenn sie dir weniger gefallen, ist es so. Punkt. Und los. Ja, ich weiß, dass es das gerade für 14 Euro gibt. Das macht es noch schlimmer. Aber habe ich dann halt auch leider nicht. Nicht, ohne dass ich das mit einem Erfolg verbinden kann. Jetzt muss ich mir auch mein Geld holen. Ich würde heute gerne abheben. Die Bank denkt sich, was ist da los? Wir haben das schon alles ausgegeben. die Welt geht bald unter. Glaubst du, du brauchst ja wirklich Geld?
Ja, bitte. Ja, er zieht mir 4 Rubine Zinsen ab, die Lusche. Einfach so. Autsch, da ist sie, die tolle Maske. So eine hätte ich auch gerne. Was ist das für ein Angebot? Maske der Nacht für 500. Trägst du diese Maske, kann dir die Müdigkeit nichts anhaben. Ja, jetzt habe ich genug Rubine. Ja, Mann, ich habe es geschafft. Trägst du diese Maske, bist du vor der sanften Umarmung des Schlafes geschützt. Drücke sie, um sie zu tragen. Vielleicht lässt sich da was regeln, ne? Oh, ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich scherze nicht, mir egal. So. Jetzt geht's in den letzten Lauf, Leute. Und da werden wir jetzt nochmal all unsere Kräfte mobilisieren. Wir brauchen die Maske. Wir brauchen Ditte. Punkt. Damit wir das gleich nicht vergessen. Und einmal speichern. So, und jetzt kommen die letzten 2 Stunden, würde ich sagen. Nachdem wird der Tempel gleich läuft. Was? Ich hasse meine Mitwohner. Ich also muss jetzt 3 Leute rausschmeißen, weil ich keinen Bock habe, dass die hier eine Party schmeißen. Wir sehen uns. Alles klar, Seto. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Lass dir das nicht gefallen. Würde ich auch nicht. Und bis dann. Wie findet ihr das mit den Commands? Findet ihr, ich hab's da übertrieben, ist dämlich oder denkt ihr euch, oh, kann man doch machen? Ist doch eine nette Sache. Natürlich ist das nicht kinderfreundlich. Ja, trotzdem mein Lieblingsspiel seit der Kindheit. So Leute, jetzt könnt ihr aufpassen, weil jetzt gibt's noch mal ein bisschen Story-Relevantes. Wir besuchen mal Anjus Mutti. Oma. Hallo Omi! Erstmal schauen wir uns ihren Rollstuhl an. What? Ganz schön geil. Hallo. Doktor, hast du dein Vater geholt? Dann lass uns dir eine Geschichte vorlesen. Welche Geschichte möchtest du? Wir hören uns erst Karneval der Zeit an. Du willst also die Geschichte vom Karneval der Zeit hören? Bald findet der Karneval statt. Daher solltest du gut über seine Bedeutung Bescheid wissen. Zwar ist die Geschichte ein wenig lang, aber mal sehen. Der Karneval der Zeit. Jedes Jahr beginnt die Zeit der Harmonie, wenn Sonne und Mond aufeinander ausgerichtet sind. Eingedenk der Art und Weise in der Natur und Zeit ohne Unterlass fortschreiten, feiern die Völker der 4 Welten auf dem Karneval eben diese Harmonie und bitten um ein fruchtbares Jahr. Schon seit jeher tragen die Menschen Masken, welche die 4 Götter der 4 Welten darstellen. Nunmehr ist es zum Brauch geworden, dass jeder Besucher eine selbstgemachte Maske mitbringt. Man sagt, dass ein Paar, welches am Tag des Festes in den Bund der Ehe tritt und eine Maske als Zeichen seiner Einheit trägt, auf ewig glücklich bleiben wird. Der Uhrturm steht im Mittelpunkt des Karnevals. Am Vorabend öffnet sich die Tür zu seinem Dach. Von dort aus wird eine Zeremonie abgehalten, um die Götter zu rufen. Dies geschieht durch den Gesang eines alten Liedes. Hint, hint. All diese Feiern und Bräuche dienen dazu, die Götter milde zu stimmen, sodass sie uns im folgenden Jahr eine reiche Ernte gewähren. Nicht mehr. Gar nicht mehr. Das war schon. Also, 5-mal haben wir das jetzt gemacht, glaube ich. Du warst sehr brav, das alles vorzulegen. Aber sag mir, wann öffnet sich die Tür zum Dach? Am Vorabend des Festes tatsächlich. Gut, hast du gehört. Hier, was Süßes. Ein Erbsteil! Das Vorvorletzte, was wir so einsammeln. So, und jetzt müssen wir mal hier raus. Halt. Weil wir machen das anders. Hey Omi, erzähl die eine Geschichte jetzt bitte nochmal. Weil wir möchten gerne nochmal.